Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir sind mit unserer Arche, mit unserer wunderschönen kleinen Arche, auf der Nexus angedockt. Ja, und ja, ich verlasse einfach mal gleich das Menü und wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Alles okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Mhm. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Unsere Techniker müssen dafür sorgen. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Der Captain will den kompletten Dienst. Und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Leute, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Informiert eure Teams, dass die Undock-Prozedur begonnen hat. Ja, informiert eure Teams. Ich habe mich gerade vorher kurz gewundert. Die reden zwar mit mir, aber ich sehe die nicht. Dabei sind die einfach nur links rumgegangen und ich rechts rum. Ja, rechts von links, so ist es ja. Aber hier drüben geht es raus, soweit ich weiß. Die Leute aus der Star. Letztes Mal raus. Denn da vorne sollte ja rein theoretisch diese Schienenbahn sein, die uns zum Shuttle bringt. Aber nee. Eigentlich sollte da. Obwohl, trotzdem sollte da die Schienenbahn sein, oder? Ja, die Schienenbahn ist ja trotzdem. Aber damit sollte man jetzt eigentlich auf die. Von der Arche auf die. Wie hieß das Teil nochmal? auf die Nexus kommen. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Ja, eine vernünftige Dusche. Was zu essen? Ich sehe hier nirgends Champagner. Ja. Wo sind die ganzen Leute? Unbekannt, ein neuer Ort entdeckt. Sieht hier ziemlich verlassen aus. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Hier ist noch was, hier ist ein Bot. So eine KI ist hier. Kann ich mit dir reden? Wir könnten Rob. Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Vorprogrammierungen? Wie primitiv ist das denn? Ich meine, welchen Teil da Sinn war? Ja, es war, glaube ich, was? 2600? Ich glaube, irgendwie um den Dreh, ne? Oder war es noch ein bisschen später? Ich weiß nicht. Ich glaube, 2600 oder so haben wir es gerade. Wenn es nicht stimmt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da besser informiert seid. Die Andromeda-Galaxie, die Nexus. Das aktuelle Jahr. Ha, siehst du mal. Ich brauche es mir nicht in die Kommentare schreiben. So, hier. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Ja, wir fragen einfach mal alles. Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt Ihrer Träume zu entscheiden. Reizt Sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür Sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um Ihre Sicherheit und Ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Ja, ich wollte gerade sagen, die ist nicht wirklich auf dem neuesten Stand, würde ich sagen. Die braucht ein Upgrade. Oder ein Update. Je nachdem. Immigration? Wie läuft der Immigrationsprozess ab?
Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Die KI ist dumm. Das ist keine KI, das ist einfach ein Sprachcomputer. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Toll. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios-Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. Unser Schicksal erwartet uns. Die Befürchtung habe ich auch. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Ja, die KI, nee, das bringt hier nichts mehr. Wir melden uns einfach ab und erkunden selbst mal die Gegend. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Kannst du noch sagen, wo das ist? Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt... Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Wollte ich auch gerade sagen, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Oh Mann. Okay, die liebe Avina. Die Pflanzen sind noch am Leben. Ja. Vielleicht ist ja doch jemand hier. Es wirkt, als hätten sie diesen Ort nie fertiggestellt. Die wurden unterbrochen dabei. Oh, hi. Eine Lebensform. Hallo. Schön. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Ist das ein Problem? Das hier ist doch die Nexus, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier richtig sind. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Ja, natürlich. Tut mir leid. Es ist nur, wir dachten, sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Nein, das ist keine Fehlfunktion. Wir sind tatsächlich hier. Naja, Sie sehen, wir sind tatsächlich hier. Natürlich, es ist nur... Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Jetzt bin ich gespannt. Gibt's jetzt Erklärungen? Also ich muss laufen, ja, gedacht, schon kommt der Weg wie eine Katze, aber nein. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Ja. Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind sie jetzt hier. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden.
Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Wir sind hier, um zu helfen. Ja, ich sehe schon, ich werde immer diese Herzoption nehmen. Ich weiß nicht wieso, aber die gefällt mir immer am besten. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich immer so ein Typ. Ja, nicht so froh wie wir, das stimmt. Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Nein. ja, bin ich. Mein Vater war davon überzeugt. Hoffen wir es. Sie haben keine Wahl. Das mag alles irgendwie zutreffen. Mein Vater war davon überzeugt. Ja, bin ich. Ja, mein Vater war davon überzeugt. Dann vertraut doch seinem Urteil und akzeptiert mich. Mein Vater war davon überzeugt. Wenn Sie ihm vertraut haben, müssen Sie auch seinem Urteil vertrauen. Was habe ich gesagt? Er wird nur leider nicht eingreifen können, falls Sie versagen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmor Kesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Ist Cora jetzt unsere Sekretärin, oder wie ist das jetzt so? Willkommen auf der Nexus. Was für ein Schlamassel. Danke für Ihre Hilfe. Wir bleiben positiv. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Sorgen Sie dafür, dass es nicht geschieht. Warum immer wir? Aber ich habe da ja nichts gegen. Also ja, okay. Jetzt sind wir wirklich auf der Nexus, auf der Zentrale unseres Unternehmens hier quasi. Unseres Unternehmens, das kommt so firmenlastig. Aber egal. Wir haben mehrere Missionen. Wir müssen bei so ziemlich jedem gerade mal irgendwie vorbeigucken. Nexus-Kontrolle. Ich nehme die Karte. Öffnen. Ach, hi. Schön, dass Sie haben hier sind. Eine Wahl? Ja. Ist doch diese Kolonisationschefin. Spender, Sie haben einen Job. Also gut, was ist passiert? Nix. Mit was? Es heißt womit? Und ich meine Ihren verdammten Vater. Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Alec passiert ist. Wichtig ist nur, dass er tot ist. Er wollte, dass ich Pathfinder werde. Uff.
die Entscheidungen hier, ne? Die treffen ja alle komplett gleich zu. Man wählt ja eigentlich nur seine Emotionen, die man da quasi in die Stimme legt. Oder besser gesagt, wie man es, wie man das Gespräch angeht. Ich nehme trotzdem wieder die Herzoption, einfach weil ich es kann. Und weil es mir am sympathischsten ist, einfach so. In dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools zu Hause lassen können. Nicht zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Och. Sei doch ein bisschen positiver. Beziehung zu meinem Vater, das interessiert mich gerade mega. Sie haben meinen Vater Alec genannt. Niemand tut das. Viele von uns haben sich der Initiative wegen seiner Vision angeschlossen. Also dem Teil davon, den er mit anderen geteilt hat. Waren Sie befreundet, oder? Ich bin nicht Ihre neue Mutter, falls das Ihre Frage ist. Oder seine Freundin. Er hat es gehasst, dass ich seinen Titel nicht benutzt habe. Aber niemand ist ein Pathfinder, bis er tatsächlich einen Path gefunden hat. Das ist wie bei einer Kolonialdirektorin ohne Kolonie. Du hast dich gerade selbst einem Titel enthoben, das ist dir klar, ne? Ja. Wie passen Sie in die Führungsriege der Nexus? Ich überwache die eigentlichen Ansiedlungsbemühungen. Da die Anzahl der Außenposten derzeit alles andere als ideal ist, habe ich nur begrenzten Einfluss. Worauf Tan mich immer wieder gerne hinweist. Ich habe eine durchaus angemessene Karriere als Amtsleiterin zurückgelassen. Immerhin in einer Provinzhauptstadt. Nur eine neue Galaxie konnte mich davon weglocken. Und jetzt sind wir hier und tun nichts. Ja, das könnte besser laufen, ist mir klar. Es muss irgendeinen Plan für den Umgang mit feindseligen Aliens geben. So naiv können wir nicht gewesen sein. Wir haben mit Leben gerechnet. Nicht mit einem Feind, der jeden Dialog verweigert. Sie greifen nicht an, sie desinfizieren. Wir sind für sie nichts als Bakterien. Tut mir leid, 14 Monate und man fängt an, poetisch zu werden. So schlimm ist die Lage. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber wir nennen sie Cat. Kandros weiß mehr darüber. Vielleicht zu viel. Sie vertrauen ihm nicht? Ich vertraue darauf, dass er uns verteidigt. Aber einem wachsenden militärischen Einfluss in einer für zivile Zwecke gedachten Initiative vertraue ich nicht. Wir sind hergekommen, um Geschichte zu schreiben, Ryder. Nicht, um sie zu wiederholen. Ach, verdammte Poesie. Ich dachte es mir auch gerade, sie tut's schon wieder. Das macht sie sympathisch, muss ich schon sagen. Da haben sie eine schöne Sache reingebracht. Es gibt da noch diese fremdartige Technologie. Studiert die schon jemand? Wir haben es versucht. Also nicht ich, die Genies aus der Forschungsabteilung. Angeblich sind sie auf ihrem Gebiet ziemlich gut. Wollen Sie die aktuelle Ausrede hören? Die Tech, die wir auf dem Mars ausgegraben haben, war zwar weiterentwickelt, aber man musste sie nur anschließen. Die Tech hier hingegen denkt anders. Ich weiß auch nicht. Wir sind ihr meist aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Logs der Hyperion über Alec Glauben schenkt, war das vielleicht ganz gut so. Ja. Sie hatten in über einem Jahr keinen Erfolg mit der Kolonisation. Wie oft haben Sie es versucht? Nicht so oft, wie Sie denken. Die Geißel, ruinierte Welten, Exilanten, Feinde. Wir können nicht einfach einen Außenposten runterplumpsen lassen und eine fertige Anlage mit Umzäunung erwarten. Vorher müssen der Pathfinder und Sam erkunden, einschätzen und inspirieren. Die Initiative hat ein Ziel versprochen und Andromeda hat nicht kooperiert. Und wenn es das hätte? Hätten wir ein wunderschönes Utopia. Die Kolonien versorgen sich selbst und unterstützen einander. Die Nexus als Citadel, nicht unter der Leitung von Tan. Und auch nicht unter meiner. Okay, das. Wir kommen nicht weiter in dem Gespräch. Bleib bei der Poesie hier dann mal. Sie entschuldigen mich, Direktor Edison. Ryder? Es heißt Pathfinder. Ryder, wir verhungern hier. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Alec hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe.
Ja, du wirst schon irgendwo betteln, auf uns zukommen und die entschuldigen wollen. Ich sehe das schon, ja. So, Leute, ich würde sagen, da wir jetzt wirklich angekommen sind auf der lieben Nexus hier und uns auch schön hier frei bewegen können und das Logbuch öffnen sollen, was wir nicht tun werden. Ich öffne das Logbuch. In der nächsten Folge machen wir das. So, Leute, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und schreibt ein nettes kleines Kommentar, Kritik, alles unten rein. Wenn ihr irgendwas anzumerken habt oder irgendwelche Verbesserungswünsche oder Tipps und Tricks, alles unten rein. Nicht spoilern oder so weiter, aber Tipps und Tricks, alles gern gewünscht. Und ja, ich verbleibe mit einem Ray und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute, ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got this way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.